Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Max Payne 3 auf dem Konfi-Kanal. Ja, wir sind hier immer noch in dieser Schiffswerft in den Slums von Brasilien im Hafen, immer noch auf der Suche nach Fabiana, und die haben sie wurden hier durch das Garagentor geschleppt. Und dann schauen wir mal, ob wir die noch irgendwie finden. Mal gucken, ob da gleich jetzt welche entgegenkommen. Sieht erstmal noch ruhig aus. Aber wir wissen ja, es kann sich jeden Moment ändern. Die Musik unterstützt meine Theorie. Und das Garagentor geht wieder zu. Oh Gott. Finde ich aber nicht gut. Kugelhagel, 2500 Schüsse abgegeben. So. Kommt keiner mehr, wie es aussieht. Die Gegner kommen wenigstens immer so in einer Welle. Dann nicht erst ein paar und dann nochmal ein paar. Dann weiß man gleich, mit wie vielen man es zu tun hat und wo die herkommen. So. Oh. Bist du hängen geblieben? Es tut mir aber leid, dass du da reingebackt bist. Es tut mir ja richtig leid. So, gibt's hier noch was? Mal kurz umgucken. Das kommt mir bekannt vor. Als ob wir schon mal waren, aber. Oh, oh. Oh. Einfach rausgerannt, die Sau. Ah ja. Okay, Jesus ist auferstanden, meine Freunde. Wow. Ist der tot hier? Hallo? Hi. Ah, der da oben. Ach komm, steh auf. Hier ist auch noch einer. Oh, er liegt wieder. Jesus ist doch nicht auferstanden. So. Munition. Oder noch einer? Ne, das war eine Sirene. Oder so eine Lampe. Gibt's so zwei Wege, könnte man auch einfach theoretisch unrum lang gehen, wie es aussieht. So, da sind auch noch welche drin. Kommt, wollt ihr nicht rauskommen? Ja, sprengt euch in die Luft. Hab ich da gerade eingesehen? Tja, wir haben jetzt aber auch nichts zum Werfen, keine Granaten oder sowas. Jetzt hätte man da mal einen reinwerfen können. Oh, es gibt keinen Rückweg. Und jetzt, wenn ich nicht hingucke, dann kommen sie natürlich. Das ist so klar. So. Das ist so klar. Und wenn ich hier runterspringe, dann könnt ihr hier schön gleich mich durchs Fenster abknallen. So. Okay. Ich hab den Instant. Wir haben uns gegenseitig erschossen quasi. So. Wo ist jetzt noch einer? Da. Komm. So. Ich gehe mal lieber ein bisschen hier zur Tür, falls wieder einer auf die Idee kommt, mich zu countern, dass ich den früher sehe. Oh. Oh. Zu langsam reagiert, weil ich nicht richtig gewusst, was ich machen soll. So. Komm, zeig dich. Oh, getroffen. Durch das Ding durch. Schick. Ja, wir haben die haben noch gerufen. Oh, da bin ich aber auch genau in die Granate reingelaufen. Doof. Doof, doof, doof. Aber okay, jetzt wissen wir Bescheid. Kann ich hier oben drauf springen? Ne, geht nicht. Okay. So. Nehmen wir erstmal den weg.
So, wo ist jetzt die Granate über mir? Ja, zumindest nicht in der Nähe. Solange sie nicht in der Nähe ist, alles gut. So, du. Irgendwo hörten wir links ganz viele rumschreien. Oh, man sieht sie nicht. Oh, Granate. So, werft sie die zur Ablenkung oder wieso kommt immer gerade bei der Granate dann einer? So, die ist wieder über mir. Oder? Nee, die ist neben mir. Okay, ging gut. So, Eierschuss. Sind aber noch mehr. Kommen einige. Komm, wir sind jetzt geduldig. Wir warten jetzt einfach, bis die kommen. Ja. Irgendwann müssen sie sich nämlich zeigen. So, komm. Einer ist da noch mindestens. Na. Da ist er. Was? Also ich glaube, ich war jetzt der Meinung, dass die nicht in meiner Nähe war. 50 Beintreffer. Ah, das hier zu schaffen wäre jetzt mir gerade einfach mal lieber. So. Bis die sich alle positioniert haben, haben wir erstmal ein bisschen Zeit, schon mal ein kleines bisschen aufzuräumen. Oh, Granaten da irgendwo. Das an Deckung gehen, der hier drüben konnte uns gut einschenken. Oh. Ja, die war zu nah dran. Die hat auch erst spät angefangen zu blinken. Das ist hier gerade keine einfache Stelle. So, der ist weg. Der lebt noch, ne? Ja. Oh. Das sollte man auch einfach hier stehen bleiben. Vielleicht ist das hier ja gar kein so schlechter Ort. Weil um hier Granaten hier reinwerfen zu können, müssen die erstmal um die Ecke kommen. Es sei denn, die werfen so oben drüber, aber. Nachladen. Komm, diesen Versuch holen wir. Das habe ich im Gefühl. Wieso haben wir nicht selbst Granaten? Sonst würde ich da gleich mal eine Granate hinterwerfen. Die wissen zwar, wo wir sind, aber sobald wir die einmal treffen, sind die gleich abgelenkt, sodass die nicht mehr auf uns schießen können. So, ich glaube, der lebt noch. Wir nehmen ja noch einen Painkiller. So. Da ist noch einer. Ich dachte erst kurz, das war's vielleicht, weil es ruhig war. Aber wir haben uns getäuscht. Junge versucht hier einer durchzuschießen oder so. Ich weiß nicht, ob wir uns mal rauswagen. So. Bitteschön, viel Spaß damit. So. Noch mehr hinten. Sieht ja erstmal ruhig aus, ne? Ah, da schreit noch einer. Oh. Das war der böse Granatwerfer. Jetzt. So, haben wir den Port jetzt auch mal geschafft. Schwere Geburt, aber hat funktioniert. Nicht, dass die mit Fabiana vielleicht mit dem Boot abgehauen sind oder so. Könnte ich mir vorstellen, wäre aber nicht sehr förderlich für unsere Mission. So, haben wir einfach hier so reingesetzt.
I had to keep on going across the docks. Okay. Ist ja schon mal eine Ansage. Dann schauen wir uns erstmal hier wieder ein bisschen um. Pistole. Oh. Ein Painkiller, den wir mit. But on this special occasion, I'd make an exception. Painkiller mit Alkohol. Painkiller mit Alkohol klingt aber nicht sehr gesund. So, Teil 1 von 3 des goldenen LMG 30. Da haben wir bestimmt schon wieder einige verpasst. So, da oben ist schon wieder so ein großer blinkender Knopf. Da kann man doch bestimmt was aufmachen. Und nochmal 2 Painkiller. Sehr schön. Die Torkontrolle aktivieren. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Hatte schon so ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit Mad Max, oder Max Payne. Vielleicht liegt das ja am Vornamen. So, können wir schon irgendeinen sehen? Nee. Nein, keine Bullet Time. Stimmt, Bullet Time auch zu selten aktiviert eigentlich wieder in letzter Zeit. Ist ja nur eigentlich ziemlich nützlich, aber wir nutzen die Nützlichkeit nicht aus. Auch manchmal dem Ruhe einen Headshot geben, aber da hat man schon gesehen. Und das war die Meldung an die Kumpels. Oh Gott, gut. So, ich glaube, die haben alle 3 getroffen. Yep, jetzt spätestens. Es reicht bestimmt auch einfach, den Fahrer tot zu schießen. Ich habe erst die Schützen. War ja auch nicht verkehrt. Aber kein gutes Versteck. Besseres Versteck. Einer. Fällt denn der aus? Oh Gott, geht er weg, geht er weg. Oh Gott. Oh Gott, oh, zu viele Tasten. Okay, da rechts hinten ist noch einer. Jetzt hat man aber gerade einen ordentlichen Painkiller-Verbrauch. Kommt doch vor, oder? Ja. Du Arsch, du. Wir können theoretisch wieder einen Painkiller nehmen. Wie viel der in den Oberkörper an Schüssen aushält, das ist ja unglaublich. Ich glaube, da ist noch einer. Alle fressen. Meine Güte. So, gerade eben waren wir bei 5 Painkillern, jetzt haben wir wieder bloß noch einen. Nicht so cool. Die haben uns ordentlich reingehauen hier. Auf dem Stück. So, wollen wir mal hoffen, dass nicht noch so viele kommen. Munition, ja, nehmen auch gern mit. Waren wir auch teilweise schon ein kleines bisschen knapp drin. Hier haben wir noch Teil 2 des goldenen LMG, aber wenn ich mir das Bild so angucke, das erste hier hinten war bestimmt dann das erste Teil. Das erste Teil haben wir bestimmt übersehen. So, ne, hier dürfte eigentlich keiner mehr groß sein, der das uns zerschießen könnte. Hier haben wir noch einen Painkiller. Viele explosive Dinge hier auf dem Schiff, das gefällt mir nicht. Da gehen wir mal lieber runter. Müssen wir vielleicht sogar durch das Tor? Ich denke mal schon, ne? Kann man auch einfach aufmachen. Ist ja auf. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh, ich muss gerade nachladen. Ungünstiger Zeitpunkt. So. Oh, ich glaube, den Schützen haben wir auch noch erwischt. Der ist auch noch tot. 50 Schmerzmittel benutzt, ja, ob man darauf stolz sein kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine mehr.
Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Oh. Okay, ich sagte gerade nur, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich bin fast tot. Und da war einer. Ah, das ist doch wenigstens mal ein vernünftiger Checkpoint. Mit dem kann ich leben. So. Kommt jetzt auch wieder das Boot. Ja. So, die sind jetzt tot, auch wenn ich ein bisschen Pech hatte, dass das Boot diesmal nicht gleich irgendwo gegengefahren ist. So, hier oben auf dem Schiff ist doch jetzt wieder einer, ne? Da hinten auch. Bleiben wir erstmal ein bisschen auf Distanz, da können sie uns nicht so leicht treffen, wir die aber umso eher. So. Dich kenne ich diesmal auch. Kommt raus. Bisher sieht es ja jetzt ganz gut aus. Also wir haben uns jetzt... Ja, dann kommen sie jetzt. Bisher haben wir uns ganz gut geschlagen. Ja. Jetzt muss man aufpassen, dass die auch nicht jetzt von links hier angerannt kommen. Da könnten die uns dann ganz schnell überraschen. Oder sie kommen einfach von vorne. Da war aber noch einer. Es war nicht nur einer, der entlang gelaufen ist. Ah, da ist er. Sauhund hat uns getroffen. Kein schwerwiegender Treffer, noch alles im Lot. Der hat nicht so viel Damage gemacht. Aber er hat uns getroffen. Okay, der hatte irgendwie dafür gar keine Lust auf uns zu schießen. Auch okay. Kann ich mitleben. So. Schmerzmittel, sehr schön. Können wir was drücken? Nee. Nichts zum Drücken für uns. Das dürfen wir doch mal bald ganz hinten sein. Nicht so cool. Fressen gerade ganz schön. So. Ist hier noch einer? Irgendwo hinter dem Boot ist noch einer. Seh dich. Gut. War aber noch nicht der letzte, sonst hätten wir ja wieder die Animation. Schlucken wir mal noch einen Painkiller. Und da ist die Bullet Cam. Kennt es ja mittlerweile. Aua. Ach, die fahren wieder mit dem Boot rum. Okay. So, schlucken wir noch einen Painkiller. Das Boot ist jedenfalls ausgeschalten und das war jetzt der letzte. So. Gut. Dann könnten wir jetzt theoretisch. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Schauen wir mal, ob Fabiana jetzt hier ist oder ob die jetzt ganz abgehauen sind. Oh Gott, jetzt hauen sie mit dem Boot ab. Oh oh, Tankstelle. Sind wir wohl zu spät. Was ist das? Passos? Ja. Oh, Verfolgungsjagd, wie es aussieht. I was an overconfident jump and going into the jungle alone.
Oh ja, mehr Gesellschaft, Verfolgungsjagd hier auf dem Boot. Aber ich würde sagen, diese Action geben wir uns dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dann.